Guten Abend, Herr Ramstorff. Guten Abend, Frau Miosga. Das, was wir jetzt an Starkregen erleben, ist das erst der Anfang eines immer spürbareren Klimawandels? Was wir sagen können, ist, dass durch die Erwärmung Extremniederschläge zunehmen. Das ist übrigens seit den 1980er Jahren schon von den Klimamodellen so vorhergesagt worden. Und inzwischen zeigen auch die Messdaten diese Zunahme. Und die Physik dahinter ist auch im Wesentlichen verstanden. Können Sie die Physik ein bisschen erklären? Wie genau ist das zu erklären? Ja, der Haupteffekt ist, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf nehmen kann, das ist ein Gesetz der Physik seit dem frühen 19. Jahrhundert schon bekannt. Pro Grad Erwärmung kann Luft 7% mehr Wasser halten und dann eben auch abregnen. Dazu kommen dann noch ein paar dynamische Effekte, das heißt durch veränderte Bewegung, Luftbewegung in der Atmosphäre, die jetzt noch nicht so im Detail verstanden sind, die aber dazu beitragen, dass sowohl Starkregen als auch längere Dürreperioden gleichzeitig zunehmen können. Das wollte ich genau fragen. Wird es künftig also noch häufiger zu solchen Regenfällen auf der einen Seite und zu Dürre auf der anderen Seite kommen? In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise brannten gerade die Felder. Ja, denn die Niederschläge verändern sich so, dass gerade die stärksten Starkregen am meisten zunehmen, während der schwache Nieselregen eher abnimmt, eben aus physikalischen Gründen. Und der zweite Effekt ist, dass im Sommer die Westwindbewegung, die bei uns in den mittleren Breiten vorherrscht, sich verlangsamt. Und zwar, weil die Arktis sich etwa dreimal so schnell erwärmt hat wie der Rest des Globus. Und diese Temperaturdifferenz, die die Westwinde antreibt, wird dadurch schwächer. Und das bedeutet, dass eben sowohl Hoch- als auch Tiefdruckgebiete auch mal länger bei uns herumtrödeln können, gewissermaßen. Sie bleiben länger auf der Stelle stehen. Und dann wird aus ein paar schönen heißen Sommertagen dann eine Hitzewelle oder aus einem Tiefdruckgebiet dann ein Dauerregen. Wenn wir uns genau darauf einstellen müssen, müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Wie können denn Städte und Infrastruktur besser schützen vor solchen extremen Wetterereignissen? Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Erwärmung stoppen. Das ist ja in Paris 2015 beschlossen worden. Jetzt müssen wir nur das Pariser Abkommen umsetzen. Und natürlich müssen wir uns auch an den schon erfolgten und unvermeidlichen Klimawandel anpassen. Bei Städten in puncto Hochwasser gilt es, erstmal die Hochwassergefahren zu kartieren. Das haben viele Städte ja auch schon gemacht, sodass man weiß, welche Straßenzüge sind potenziell gefährdet und so weiter. Und dann auch zum Beispiel wie Berlin große Auffangbecken zu bauen unterirdisch oder die Wasserversickerung zu begünstigen. Man kann begrünte Dächer dafür nehmen oder wie in chinesischen Städten zum Teil geschieht, große Parks anlegen, die dann überfluten, wo dann praktisch Überflutungsflächen im Fall von Hochwasser vorhanden sind, um erstmal das Wasser vorübergehend aufzunehmen. Herr Ramstorff, Sie waren schon sehr lange vor diesen Auswirkungen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Böse formuliert, müssen wir das erst am eigenen Leib zu spüren bekommen, damit wir merken, dass wir wirklich was tun müssen für den Klimaschutz? Das scheint so zu sein. Wir haben die Risiken der globalen Erwärmung, der fossilen Energienutzung ja seit Jahrzehnten vorhergesagt. Damit meine ich die ganze Klimaforscher-Community. Aber letztlich, die Politik hat immer wieder viel versprochen, aber dann die nötigen Maßnahmen nicht ergriffen, immer wieder Klimaziele verfehlt. Und selbst solche Schockereignisse wie das Elbe-Hochwasser 2002, was Dresden unter Wasser gesetzt hat, haben ja offensichtlich nicht zu einem nachhaltigen Umdenken in der Politik geführt. Das heißt, welche Botschaft geht heute an die Politik von Ihnen? Es ist allerhöchste Zeit, jetzt endlich ernst zu machen mit dem Klimaschutz, Klimakrise wirklich als Krise zu sehen, die dringend gelöst werden muss, wenn wir weiteres Leid und hohe Kosten vermeiden wollen. Danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Stefan Ramstorff. Gerne.